Tag der Städtebauförderung. Blankenburger Stadtpark zu neuem Leben erweckt. Seit 1991 wurden insgesamt 433 Millionen Euro Städtebaufördermittel für die Finanzierung von Investitionen der Kommunen an den Landkreis Harz ausgereicht. Bundesweit werden einige der Projektergebnisse am Tag der Städtebauförderung am 4. Mai präsentiert. Ja, weil wir mit der Städtebauförderung des Bundes und des Landes und kofinanziert von der Stadt Blankenburg unsere Denkmäler sanieren können. Wie sich jeder vorstellen kann, der ja auch privat davon partizipieren kann, sind Denkmäler häufig in der Sanierung mit hohen Kosten verbunden, die die Städte und Gemeinden nicht alleine tragen können. Und das geht Blankenburg auch so. Und wir profitieren jedes Jahr mit weit über 1 Million Euro Fördermitteln aus der Denkmalförderung, die wir kofinanzieren können. Und heute sind wir zum Tag der Städtebauförderung mal hier im Stadtpark. Und hinter mir ist die Stadtparkbühne. Wer sie von früher kennt, der weiß, wie sie sich im Laufe der Jahre verändert hat, aber was sich eben auch in den letzten 2 Jahren hier getan hat. Und das wäre ohne die Städtebauförderung gar nicht möglich gewesen. Und darum bin ich den Fördermittelgebern dankbar, aber auch allen, die hier mitziehen, damit die Parkbühne auch wieder ein Ort wird des Lebens und des Bespielens. Durch das Sonderprogramm Zukunft Stadtgrün, in das Blankenburg als Ergebnis der Bewerbung zur Landesgartenschau aufgenommen wurde, erhielt die Kommune seit 2020 3,1 Millionen Euro, die in den Stadtpark investiert wurden. Der Stadtpark entstand Ende des 19. Jahrhunderts aus einem privaten Sanatoriumsgarten, der ab 1935 in kommunaler Trägerschaft war. 1966 wurden hier die Veranstaltungen des Blankenburger Sommers ausgetragen. Die 1974 modernisierte Parkbühne bekam 1983 zur 750-Jahr-Feier ein Wandfries. Später erfolgte eine Erneuerung des Spielplatzes, das Café wurde abgerissen und die Stadtgärtnerei zurückgebaut. Seit 2015 ist der Stadtpark als Baudenkmal ausgewiesen und nun wird er zu neuem Leben erweckt. Blankenburger haben ihre Ideen zur Gestaltung mit eingebracht. Der Spielplatz wurde als erstes fertiggestellt. Es folgten die Toilettenanlage und das Vorführhäuschen. Von hier aus kann sowohl die Bühne als auch der Park bespielt werden. Im Untergeschoss gibt es neben dem Technikraum und Toiletten auch einen Raum für die Ausgabe von Sport- und Spielgeräten. Rechts und links der Bühne wurden Umkleide-, Lager- und Sanitärräume angebaut. Die Bühne erhielt ein neues Dach und das Graffito eine aufwendige Sanierung. Als Denkmalpflegerin bin ich sehr, sehr froh und sehr glücklich, dass wir eigentlich heute hier stehen können, das sehen können, weil ursprünglich gab es ja mal einen Abbruchantrag. Ja. Halt, ne? Und ich bin sehr froh darüber, dass da auch von seitens der Stadt, vom Landkreis, von allen her ein Weg gefunden wurde. Wir sind jetzt in der Ostmoderne oder in der DDR-Moderne halt. Ne? Ein Thema, was die Denkmalpflege seit einigen Jahren ja bundesweit wiederentdeckt hat, also überhaupt die... Ja, die Postmoderne und wir hier im Osten können sagen, die Ostmoderne, dass wir hier eigentlich noch eine fast vollständig erhaltene Anlage eben aus dieser Zeit haben. Die Städtebauförderung hat in Blankenburg aber noch viele weitere Spuren hinterlassen. Erinnern möchte ich natürlich an den Tag der Städtebauförderung im letzten Jahr, zum Beispiel das Forsthaus als private Initiative. Aber allen voran und über die Grenzen des Landes bekannt natürlich auch die barocken Parks und Gärten und das kleine Schloss. Auch da werden die Baumaßnahmen weitergehen. Das ist unser größtes Projekt, was wir in Blankenburg haben, wo wir noch einige Bauabschnitte vor uns haben, damit auch alle Teile des kleinen Schlosses wieder in Nutzung kommen. In diesem Jahr konzentrieren wir uns zunächst natürlich hier auf den Stadtpark. Wir wollen also die Außenanlagen hier um die Parkbühne erneuern. Wir wollen die Stromleitungen, die Leitungen hier für das Gebäude entsprechend legen. Und dann wollen wir den Vorplatz vor dem Stadtpark noch herrichten. Das soll alles noch in diesem Jahr passieren. Wenn es keine Städtebaufördermittel gegeben hätte, würden viele Projekte in Blankenburg noch im Dornröschenschlaf verweilen und könnten heute aufgrund der knappen Haushaltskassen nur von einem besseren Aussehen träumen.